Ich bin aus Franken und zwar aus Unterfranken. Ja, bei uns begann eigentlich alles mit Monsanto. Ich komme nämlich aus dem Landkreis, der leider der Schwerpunkt des Genmaisanbaus in Westdeutschland war, Kitzingen. Und ja, wir haben uns natürlich total dagegen gewehrt. Gendreck weg, hat Feldbefreiungen organisiert, der ganze Landkreis ist Kopf gestanden und plötzlich waren die Leute interessiert an landwirtschaftlichen Themen. Und wir haben uns gedacht, es geht ja nicht nur darum, Widerstand zu leisten, wir müssen auch aufzeigen, was verloren geht, nämlich sowas wie diese tollen Tomatensorten hier. Die sind einfach und wirklich in Gefahr. 75% der Sorten sind weltweit schon ausgestorben. Und ja, wir haben überlegt, was machen wir? 2011 haben wir dann das erste Saatgutfestival in Deutschland auf den Weg gebracht. Das war, wir wollten möglichst viele ansprechen, möglichst viele Leute überzeugen, sich selbst für samenfeste Sorten auf den Weg zu machen und haben überlegt, wie machen wir das am besten. Also was gehört dazu? Wir brauchen ein tolles Ausstellungsprogramm, also viel Saatgutangebot. Wir haben schöne Ausstellungen, die die Sorten so richtig in Szene setzen, die alten Sorten, deren Schönheit. Wir haben leckeres Essen und Trinken und natürlich nicht zuletzt ganz wichtig Vorträge über Vielfalt und Gentechnik. Das ist das, was unser Saatgutfestival ausmacht. Benny hat schon gesagt, so gut 2000 Leute kommen in den letzten Jahren und das verdanken wir auch der Unterstützung von wirklich Menschen, die bekannt sind, wie der Vandana Shiva, die kennen hier sicherlich alle, die war einmal gegen Gentechnik bei uns und einmal auf dem Saatgutfestival. Dann hat uns auch der Frank Markus Barwasser unterstützt, ihr kennt ihn vielleicht besser unter Erwin Pelzig. Ein waschechter Franke und mit seinem Auftritt hat er natürlich noch mehr Menschen zu uns geholt. Aber Hauptrollen spielen immer noch die Samentütchen bei uns, denn das ist ja unser Ziel. Wir wollen, dass die samenfesten Sorten, also nicht das Hybrid-Saatgut und nicht die Gentechnik, sondern die samenfesten Sorten das Bild prägen der Gärten und auch der Landwirtschaft. Also wir sind da gar nicht bescheiden. Unsere Besucher nehmen natürlich gern wahr, dass sie bei uns eine Beratung bekommen können. Dann ist ganz, ganz beliebt der Kartoffelstand von Frau Störkle mit 150 alten, traditionellen Kartoffelsorten, die sie auch immer ganz toll präsentiert. Jetzt, das müsst ihr doch auch noch sehen. Also diese Formen- und Farbenvielfalt ist einfach fantastisch. Ja, bei der Apfelausstellung haben schon viele die richtige Apfelsorte für ihren Garten gefunden und konnten dann gleich Reiser mit nach Hause nehmen, um das in die Tat umzusetzen. Ganz klar, alle Aussteller, bei allen Ausstellern kommt nur samenfestes Saatgut in die Tüte, was anderes geht gar nicht. Und es gibt natürlich auch einen großen Tauschtisch, wo alle Besucher untereinander tauschen können, wo man nicht nur Saatgut, sondern auch Erfahrungen und Anbautipps weitergeben kann. Also das ist immer sehr umlagert, weil es einfach sowas, ja, das zeigt, dass Saatgut eines der ersten Gemeinschaftsprojekte der Menschheit war. Weil wir aber bemerkt haben, dass viele Leute bei uns immer wieder dieselben Sorten kaufen, haben wir gedacht, na, also die wissen wahrscheinlich nicht, wie man die vermehrt. Und haben die Saatguteiche ins Leben gerufen. Also das ist hier ein Pflanzentausch bei unserer Saatguteiche. Wir stellen selber für alle Interessierte Saatgut und auch unsere Erfahrungen bei der Saatgutvermehrung zur Verfügung. Jeder kann mitmachen, das ist ein ganz offenes Treffen. Wir treffen uns so 6-7 Mal im Jahr. Und hier ist ein Bild von unserem Erntetreffen, wo wir dann gemeinsam feiern, was wir Schönes in unseren Gärten angebaut haben und natürlich auch mal einen Rundgang durch den Garten machen und gucken, wie es noch so wächst. Wir machen auch ein Vielfaltsessen, um Leute davon zu überzeugen, wie seltene Sorten, die sie noch nie gegessen haben, doch wirklich lecker schmecken, weil der Mensch ist ja konservativ. Ja, und zum Schluss
möchte ich euch alle einladen, in unseren kleinen Ort nach Volkach zum nächsten Saatgutfestival am 9. Februar. Da gibt es eine tolle Bohnenausstellung mit 100 Sorten. Und es gibt auch zwei Menschen, die heute hier im Saal sind. Das Fräulein Brehm wird da sein und der Benny Herlin. Und wir können alle was dafür tun, einfach selber anbauen, vermehren und unter die Menschheit bringen. Dankeschön. Hallo. Vielen Dank.